halt jetzt das Maul! Spar dir die Kräfte! Stirb mit ein bisschen Würde! Meister Hexe. Ach ja, die ewigen Gänge. In Vysima, das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht. Wie wir tanzten und uns drehten. Oh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Sieh einer an. Bleiben nicht mal zum Tee. Faseln über Kultur, aber haben keine Ahnung davon. Gerüchte sind in Wahrheit meist haltlos. Insbesondere solche über Fremde. Da hast du recht. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß auch, warum du hier bist. Wir reden drinnen. Fühl dich wie zu Hause. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Och, warum nicht? Ganz nach meinem Geschmack. Nach Voltests Tod und Nathalies Verschwinden. Verdammt, auf welche anständigen Temeria kann man heute noch trinken? Trinken wir auf uns. Warum nicht? Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Ach, naja. Überall Sümpfe, Moore und Schlamm. Ganz genau. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Was soll das heißen? Drohst du mir? Oh, du bist nicht so schlau, wie ich dachte. Nein, ich drohe dir nicht. Ich sag's frei heraus. Ich weiß, wen du suchst. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Oh, das erste Mal Ciri spielen. Na, lade endlich. Wo ist meine Schöne? Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. So, halten wir die ganze Geschichte mal an. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, auch bekannt als Ciri oder das Löwenjunge von Cintra, ist hier zu sehen. Wurde im Jahr 1251 geboren, höchstwahrscheinlich während der Beletin-Feiertage, und war Prinzessin von Cintra, Tochter von Pavetta und Dyni, dem Igel von Erlenwald, und Enkeltochter von Königin Calante.
Nachdem Hexer Geralt den Fluch von ihrem Vater nahm, verlangte er als Lohn dafür von Dyni, dass er ihm etwas geben soll, das ihm gehören wird, aber wovon er jetzt noch nichts weiß. Damit war die ungeborene Ciri gemeint und mehr über diese Geschichte gibt es in einem extra Video nebenbei, weil das ist wirklich umfangreich und würde einfach viel zu viel Zeit kosten, das immer mitten ins Video hinein zu spoilern. Genauso wie es mich eigentlich nervt, irgendwelche Geschichten während Kämpfen und während Dialogen zu erzählen, das ist einfach, wie ich bemerkt habe, viel zu unübersichtlich und total schwachsinnig. Also, erstmal weiter im Text hier. Oh, das war knapp. Ich muss hier weg. Dann abgehen. Gehen wir voran. Ah, habt ihr schon gesehen? Das ist die Kraft des älteren Blutes. Allerdings habe ich noch nicht meine Lieblingsfähigkeit. Jetzt greift doch an! Wieder runterkommen. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Ich verirre mich nie. Wenn das stimmt, was machst du dann alleine so tief im Wald? Nach verirrten Mädchen suchen. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse. Hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagte, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja. Naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helf dir hoch. Schnell, versteck dich! Du kannst jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut! Das könnte nicht mal mein Vater. Meiner könnte noch viel mehr. Komm. Oh, massakriert. Von einem etwas mit enormen Klauen.
Bleib hier. Geh nicht weiter. Aber... Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Ah, wunderschön, diese Frau. Ich weiß nicht, ich habe mich ein bisschen in sie verliebt. Aber auch nur ein bisschen. Sie hat zumindest schon mal die gleichen Fähigkeiten gelernt. Man sieht schon hier, zahlt sich die Hexerausbildung wieder mal aus. Mit den Sachen, woran ist der gestorben? Was ist die Ursache und wie sind die Wunden? Bla bla bla. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Das ist interessant. Daraus könnte man lernen. Lippen geöffnet, geschwollen, Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Aua. Oh, Brust zerschmettert? Oh, Brust zerschmettert. Blut von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Oh, das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Bleib da und sieh weg. Mehr. Interessant. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Mhm, klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbahn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Ist voller Blut. Von Klauen aufgerissen. Das waren keine Wölfe. Die hast du aber zugerichtet. Da wird der Wolfskönig wütend sein. Tot. Aber ein Schwein hier? Dann muss es in der Nähe eine Siedlung geben. Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So.
Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Würde ich jetzt ins Inventar gehen und gucken, ob das Klingenöl was drauf ist, welches das ist, ja, wie viel Prozent Schaden das Bonus bringt und was weiß denn ich alles. Aber nein, ich habe ja kein Inventar, wenn ich auf I drücke, kommt überhaupt nichts. Okay, wir gehen durch die Höhle. Dann lass ich sie mal vorangehen. Hm. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Gut gesagt, Ciri. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Hallo. Achtung, Wolfskönig, älteres Blut. Ja, das ging so schnell. Konnte gar nicht gucken. Mann, dem hast du es aber gegeben. Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine... Keine Details. Okay. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Ein, zwei? Nein, Fräulein, doch mein Herr ist ein mächtiger Mann. Der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn. Plop. Nicht so schnell essen, bitte. Messer und Gabel, was ist das? Ich muss essen wie ein Hexer. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt! Ich kenne doch mein Kind! Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Arschloch! Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen! Verschwinde! Sonst werde ich die Hunde loslassen! Also, ich finde die Kappe vom Baron irgendwie lächerlich. Messer und Gabel. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke, ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Klingt wie so ein Pedobär. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Ich muss sie finden, verstehst du? Ich brauche jede noch so kleine Information. Verstehe. Aber du musst wissen, meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen.
Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? Gar keine. Nur mein Wort. Gut, ich helfe dir. Ich suche deine Familie, aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Wache! Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Wache! Oh. Oh. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, Velen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Ja, blöd gelaufen, ne? Gab's was Ungewöhnliches, ehe sie verschwanden? Änderungen im Verhalten? Seltsame Aktionen? Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass eine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Velen. Und meine Frauen? Anna war still wie immer. Tamara war mit ihrem Kram beschäftigt. Auch wie immer. Kram. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Also los. Tu dir keinen Zwang an. Abgehen. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Sorry. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Gut, fangen wir mal an. Ihre Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Ich weiß natürlich, Gott sei Dank, alles. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder sonst, beim ersten Mal habe ich mich hier wirklich tot gesucht. Das ist echt extrem. Aber es gibt hier gute Die Sachen. Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Das Bild, die Größe stimmt. Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Vor allem sehen sie anders aus. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Das erfahren wir bei Galileo Mystery. Morgen um 20.15 Uhr. Verdammt! Verkackt! Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Tada! Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. No ich way, muss Sherlock. Hinweisen suchen. Hinweisen! Gibt sie mehr zum Plündern? Ja, geil. Noch mehr silberne Kerzenständer. Alles mit. Der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Hervelus. Follow the fucking Geruch.
Stadt-Deutsch-Englisch-Kombination. Aber ich gehe jetzt nicht mal erst den Geruch nach. Ich will jetzt erstmal hier alles abplündern hier. Räuchermittel und ein alter Schlüssel. Ich frage mich, was er öffnet. Na, Briefe nehme ich nicht mit. Anis, Sandelholz und noch etwas. Safran. Safran. Was haben wir denn da? Eine Puppe. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemanden weh zu tun. Mist, hier ist Schluss mit der Schnur. Vielleicht finde ich was anderes. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Nein. Aber ich gehe trotzdem mal hier unten rein, weil hier gibt es echt extrem viele gute Dinge. So, alles plündern hier. So, die E-Taste quälen. Alles mitnehmen. Ein Altar. Das ewige Feuer hat also auch Velen erreicht. Naja, die Tussi ist dem ewigen Feuer treu. So, alles mitnehmen. Mal alles gebrauchen, alles verscherbeln. Alles mitnehmen. Besonders die Seide ist verdammt viel wert eigentlich. Gut, das Bandaladur-Buttermesser jetzt eher nicht, ne? Aber, naja. Oh, hier gibt's noch mehr. Zu plündern. Ist zwar nur Bullshit überall drin, aber was will man machen? Anfangs ist es wirklich wichtig, Geld zu machen. Wenn man ein schönes, wunderschönes Schwert sieht, ne, möchte man es sich auch leisten können. Vielleicht auch sich eins schmieden oder so. Der ist besoffen, alles klar. So, finden wir hier unten noch was? Ach, wieder jede Menge Säcke voll. Oh. Verdammt. Ist eh nur Korn dahinter, also davon... Oh, da waren Igni-Glyphe drin, kranker Scheiß. Sowas verbirgt sich also in irgendwelchen Fässern. War jetzt zwar nur eine kleine Glyphe, oh, Leinentücher. Alles verdammt viel wert. Oh. Hier war ich schon. Weißer, hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Ich? Nein. So, da der Baron jetzt ja gerade nicht in seinem Räumlichkeiten hier ist, guck ich mal, vielleicht habe ich Glück. Finde hier ein paar Sachen. Naja, irgendwie hat er nur Bullshit. Der hat gar nichts hier drin, was man irgendwie stehlen könnte. Weg den Kater. Ja, gehen wir mal die anderen Räume ab. Was zum? Ja, das lassen wir lieber drin stehen. Eine leere Flasche nützt mir eh nichts und vor allem, bevor es hier Stress und Beef gibt, ne? Oh, wieder die E-Taste quälen. Schwalbe. Hallo Gretka! Schwalbe! Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier. Also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Ciri wollte einem Freund helfen? Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Okay. Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Ein grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Ja, alles klar. Ciri war also hier. Oh, Kleidung. Die müssen Ciri gehört haben.
Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. So, man sieht hier Ciris Klamotten, ne? Blut verschmiert. Also müsste sie ja eigentlich jetzt nichts anhaben. Komischerweise hat sie später wieder dieselbe Kleidung an. Aber sie liegt ja hier. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredewort. Wo hatte Ciri das her? Ein Kreisel. Spielzeug von Gretka. Dann gehen wir mal zu Gretka und bringen ihr das wunderschöne Spielzeug. Geralt! Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Dann danke ich dir sehr für deine Aufmerksamkeit und deine Unterstützung. Jetzt will ich aber noch mal kurz gucken. Ciris Zimmer. Ich muss das Buch lesen. An meine lieben Freunde, Philipp und Anna, von Graf Laguerve. Kulturminister des Königreichs Temerien, Vysima, 1265. Wer da meint, dass ich in Flüchen ausschließlich die bösen Absichten eines Wesens einem anderen gegenüber manifestieren, der irrt sich gewaltig. So sind Berichte über unfreiwillige Verfluchungen der eigenen Person sowie von Objekten in der Umgebung erschreckend verbreitet. Die Konsequenzen sind schwer vorherzusagen. In vielen Fällen sind sie gravierend und können sogar den Tod desjenigen bedeuten, der vom Fluch getroffen wurde oder Zeit mit den verfluchten Objekten verbringt. Daher ist es so wichtig, möglichst sorgfältige Schutzmaßnahmen gegen Flüche zu treffen. Ein absolutes Minimum empfiehlt Madame Amelia Vera Cruz Leon: Reinigung von allen negativen Gedanken, Anstreben von Einssein mit der Welt, Erreichen von Harmonie zwischen Körper und Geist. Und es ist vorbei. So, natürlich werde ich nicht jedes Buch euch vorlesen. Der Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vysima. Ich werde nur die Bücher vorlesen, die bei der Suche von Ciri wirklich eine Rolle spielen. Also, war Fail.